Would you please stop singing? Proximity warning. Planet ahead. Hallo, mein Name ist immer noch Gronkh und ich bin selbstverständlich immer noch in London, denn es ist einfach so schön hier, das Wetter ist so zauberhaft. Naja, da wollte ich einfach bleiben. Jedenfalls, Bethesda hatte uns ja eingeladen zum Doom-Wochenende sozusagen. Wir durften alle ein wenig Doom spielen und im ersten Video habe ich schon den E-Sportlern gezeigt, wie ein echter Adventure- und Minecraft-Spieler quasi Multiplayer dominated. Ja, das muss ich einfach mal richtig stellen. In diesem Video ist es ein bisschen anders. Ich quatsche jetzt auch nicht ganz so viel rum, denn wir gucken uns heute den Karteneditor an. SnapMap heißt das gute Stück und ich bin sehr gespannt. Eigentlich bin ich gar nicht gespannt. Ich habe den ja schon ausprobiert. Ich nehme es hier nachträglich aus. Wem will ich denn da was erzählen? Jedenfalls, SnapMap, komm, ich quatsch gar nicht. Wir legen einfach los. Das klingt schnittig. So, hier sind wir im Hauptmenü, hier können wir später noch Karten laden und so weiter und Karten runterladen. Wir erstellen erstmal eine Karte, hier mit diversen Vorlagen, klassisches Deathmatch, Capture the Flag, Überleben, King of the Hill und so weiter und so fort. Wir könnten Standard nehmen, Extraktion, Team Deathmatch, aber wir bleiben bei der Vorlage klein, denn wir wollen ja bescheiden anfangen. So, die Vorlage bestimmt darüber, was hier schon zu sehen ist. Das sind so zwei kleine zusammengesnappte Kartenstücke, deswegen heißt es auch SnapMap. So, hier ist Tor, wir können in die Karte reinzoomen, wie man sieht, da ist noch keine Tür und zum Spiel beenden müssen wir einfach hier bei Benutzung vom Panel, naja, haben wir das Spiel mit Sieg beendet. Das überfordert uns nicht allzu sehr, ne? Wir müssen von hier drüben, da ist der Spielerstartpunkt, yeah! Von hier drüben, wir testen das einfach mal aus. So, wir spielen das Ganze mal, Ladebildschirm ist schnell vorbei und hier könnten theoretisch noch Mitspieler mitjoinen, aber da wir keine haben, forever alone. Da, Alter, jetzt geht's richtig los. Check das mal aus, ich mache einen Speedrun, pass auf, yeah, yeah, und yeah, und BÄM! Geil, Alter. Wir haben gewonnen. Wenn das nicht einfach Skills sind, dann weiß ich aber auch nicht mehr. So, das war also diese Karte. Das ist die Standardvorlage. Wir können jetzt aber, von der Standardvorlage können wir alles mögliche ausmachen. Hier sind wir noch momentan in der 3D-Ansicht. Hier sind wir wieder in der SnapMap-Ansicht und können hier alle möglichen Kartenstücke hinzufügen. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Kartenstücke es gibt. Die sind alle vordefiniert, damit die alle so Ausgänge haben, die man aneinander snappen kann. Deswegen heißt das wohl so. Auf Deutsch wird es dann wahrscheinlich Schnapsmappe heißen oder so. Ich weiß es gar nicht. Und dann können wir hier an jeden Ausgang können wir das Ding dran knüpfen, egal welchen. Klick, 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 klick. Und dann machen wir mal hier dran. Einfach da dran. Und jetzt beschleunigen wir das Ganze mal. Denn der Vergangenheits-Gronkh, der klickert hier einfach irgendwelche random Räume, wo er gar nicht weiß, ob die zusammenpassen. Der hat einfach gar keine Ahnung. Also ich könnte das jetzt natürlich wie ein Pro machen. Aber der Vergangenheits-Gronkh hat einfach keine Ahnung. Der ballert hier einfach irgendwas zusammen. Paar Brücken, paar dies, paar Übergangsbereiche und so weiter und so fort. Ist ein bisschen vorgespult. Und jetzt gehen wir mal wieder rein. So, hier ist der Spielerstartpunkt. Aber einfach nur Räume zusammenklippen reicht natürlich nicht. Wir wollen natürlich noch ein bisschen was anderes haben. Zum Beispiel Geräuscheffekte. Hier bei Audio haben wir eine Menge irgendwie Krempel, was wir abspielen können, was nicht im Hintergrund so abspielt. Stationsstimmen, Vega-Lautsprecher und Dämonen können wir reinsetzen. Gut, die sind jetzt zur Hälfte im Boden. Natürlich sind die später nicht zur Hälfte im Boden, nur hier eine Anzeige. Und wir haben den Höllenschinder verloren. Dann sind hier der Kakko, der Höllenritter, der Mankubus. Den werden wir nachher wahrscheinlich nehmen, den Cyber. Oder der Cyber sah besser aus. Der Höllenbaron auch immer geil, den Revenant. Kennen wir schon, Spectre, Pinky. Jetzt klickt doch nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. So, hier haben wir uns auch ein paar Effekte, die wir reinsetzen können. Das Schöne ist, die ganzen Sachen, die man hier reinsetzen kann zum Beispiel, die setzt man nicht nur einfach so rein, dass sie losgehen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, die zu triggern natürlich mit tausend anderen Optionen, da kommen wir gleich zu. Hier erstmal viel Rauch in den Hintergrund, das sieht dann so aus, als wären wir gerade, wir haben uns gerade durch die Tür gerettet, als da hinten noch eine fette Explosion war und da hinten raucht es noch. Wir können natürlich nicht zurückgehen, Rückkehrpunkt abgeschnitten, geil, da freut er sich. So. Wir gehen, ja, wir gehen mal weiter. Was haben wir noch? Spieleiterator, Vergleich, Teamiterator, Tor, Zahlenvergleich, Stringvergleich. Das heißt, man kann sich auch alle möglichen Sachen zurecht skripten, wie man fröhlich ist. Ganz ehrlich, das ist alles sehr viel tiefgehender. Ich sitze hier gerade zum ersten Mal vor diesem Ding, vor Snappo-Mappo. Deswegen kann ich darauf nicht eingehen. Gameplay-Einstellungen und so weiter, Karte, Modul. Ich weiß nicht, was da alles möglich sein wird. Ich habe jetzt gerade nur so ein Tutorial mitgemacht, so ein kleines. Also der Vergangenheits-Gronkh hat das mitgemacht. Und wir gucken uns hier mal alles an. Bürostühle. Das heißt, hier kann man sich die Level schön zurecht machen. Aha, Barrikaden, das ist auch wunderschön. Ein Panel, eine Druckplatte, die können wir mal ausprobieren. Ich setze mal einfach eine Druckplatte, gehört auf den Boden. Deswegen tun wir die mal da drüben hin, wo man auf jeden Fall rüberläuft und irgendwas auslöst. Wir testen das einfach nur mal. Die Druckplatte natürlich alleine ist relativ witzlos. Wir müssen die noch mit irgendwas verbinden. Jetzt natürlich die Frage, womit?
Mit einem Dämonen. Eine tolle Idee. Mit einem Cybermann-Kubus. Sehr schön. Der sieht sehr schön aus und der Bauch wackelt, während wir ihn platzieren. Das ist bei mir genauso. Wenn ich mich platziere, wackelt der Bauch. Jetzt erstmal gucken. Der ist natürlich jetzt erstmal sowieso da. Ja, hat er gerade eindrucksvoll demonstriert. Wir müssen aber mal gucken, was machen wir denn? Hier ist eine Druckplatte bei vollständig verlassen, bei verlassen, bei betreten. Das können wir triggern. Wenn wir die betreten, passiert irgendwas mit dem Cybermann-Kubus. Die Frage ist, was? Heilen, Stärkung anwenden, anzeigen. Das Objekt wird angezeigt. Okay. Ja, hat doch die Schnauze. Damit er angezeigt wird, müssen wir natürlich erstmal auf Verbergen stellen, damit er vorab erstmal unsichtbar ist bei Verletzungen bei KI-Spawn. Da können wir auch Sachen triggern. Und hier beim Tod wird auch irgendwas passieren. Beim Tod wird das Panel aktiviert. Okay, wenn er stirbt, wird das Panel aktiviert. Ergo wird das Spiel beendet. Er ist aber auch laut und wir können ihn umbenennen, das ist das Wichtigste. Onkel Klaus ist in the house. Ja, Onkel Klaus verwehrt uns den Blick aufs hier beim Startzeigen auf falsch. Erstmal setzen, damit er nicht, ne, hier oben sieht man das, dann ist er am Anfang erstmal nicht da. Gesundheit setzen wir ein bisschen hoch auf 200%, sagen wir mal 200%. Ich weiß nicht, wie viel möglich ist, wir machen mal hier 205. Und dafür macht er aber weniger Schaden, das heißt, wir können ganz viele kleine Gegner auch machen, die dann rumlaufen, auf uns draufhauen. Spawnverhalten, Hinterhalt. Die KI muss den Spieler sehen, bevor er angreift. Jagd. Die KI weiß immer, wo der Spieler ist, das ist natürlich fies. Verteidigen, die KI fällt zurück, um ihre Position zu verteidigen. Das heißt, verschiedene KIs können wir auch aufschalten. Wir bleiben mal bei der Jagd. Der weiß immer, wo wir sind. Im Team, Team 4, es gibt 4 Teams. Das heißt, er könnte in irgendwelchen Gegnergruppen mit drin sein. Und wir könnten ja auch einen Glory Kill aktivieren. Das heißt, wir müssen ja auseinanderrippen, also ob es nötig ist, um ihn zu töten. Sonst wird er immer weiter überleben. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Dann würde ich sagen, wir testen das Ganze mal. Das lassen wir, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Das schauen wir uns mal ein bisschen an. Später, ich werde das Ganze nochmal, ich habe eine Stunde aufgenommen, ich werde das Ganze ein bisschen zusammencutten, sonst ist es wirklich sehr, sehr umfangreich, was man machen kann. Im Hintergrund der Rauch, überall Rauch, Rauch, Rauch. Und wie man sieht, der Mankubus, also hier raucht es natürlich, da hinten ist irgendwas Böses passiert, das Blut an der Tür, will ich nicht zurück. Mankubus ist gar nicht da, aber jetzt spawnt er, wo wir auf die Ruckplatte gehen. So, Problem ist, wow, oh, der macht wenig Schaden, aber immer noch genug. Okay, wir sind jetzt auch mal gerespawnt. Jetzt warten wir mal ganz kurz ab, da rechts qualmt es immer noch. Der kommt natürlich hinterher, kann auch die Türen aktivieren. Weiß gar nicht, ob er das war oder wir. Wir suchen mal hier im Nebenraum. Hier sieht man, diesen Raum habe ich angeknüpst oder angesnappt, wie auch immer man das nennen möchte. Könnte auf Deutsch auch Knüpsmap heißen. Ich weiß nicht. So, und er kommt jetzt natürlich hinterher. Wir können die Räume übrigens auch noch so fern editieren, dass wir den anderen Effekte zufügen. Jeder Raum kann eine Melodie spielen. Wir können auch Melodien triggern an Terminals oder sonst irgendwas. Das heißt, atmosphärisch können wir ja noch einiges machen. Das zeigen wir aber gleich. Jetzt erstmal ganz kurz eben. So, er ist jetzt gestunt und wir gehen mal ganz kurz rein und yeah, Onkel Klaus frisst deinen Darm. Nice. Das gefällt mir sehr gut. Yeah. So, und jetzt gucken wir mal, was wir aus dem Ganzen noch machen können. Um das auszutesten, nehmen wir einfach mal die Elimination Chamber. Das ist eine der vorgefertigten Karten. Ich drücke mal auf Start. So, und Move Any Direction. Das Ding hier wurde komplett mit Snap Map zusammengeknüppelt. Demon Incoming. Und wir müssen versuchen, Welle um Welle von irgendwelchen Bossgegnern zu überleben. Baron of Hell Rises. Es gibt, glaube ich, 6 Stück, die wir hier überleben müssen. Ich weiß nicht genau, ob wir das schaffen, natürlich. Und jetzt erstmal hier, guck mal. Ach, unser alter Freund aus älteren Doom-Teilen. Wer erinnert sich nicht gerne an den jungen Mann? Ich zum Beispiel nämlich überhaupt nicht gerne, Alter. Der schenkt uns gut. Der schenkt uns gar nicht ein. Der hat nicht mal ein bisschen abgezogen. Und ich wünschte, ich hätte es nicht gesagt. So, jetzt aber. Ja, da haben wir in die Fresse bekommen. Jetzt aber erstmal mitten rein in den guten Mann. So. Und da geht er auch schon down. Also momentan muss man einfach sagen: Ruler. Wir sind hier quasi der Ruler, aber wir sind ja auch gerade der Einzige. Mal gucken. Jetzt haben wir einen Spectre. Wir sind nicht mehr der Einzige. Das mit dem Rulen ist jetzt vorbei. Wo ist er denn? Ach, der ist ja unsichtbar. Den sieht man ja gar nicht. Da ist er. Da ist er doch. Mann, guck doch hin, Junge. So, und immer reinschroten. Aua, 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 aua. Die Frage ist natürlich, ob wir selber sowas hinkriegen mit SnapMap. Ich glaube, also ich für meinen Teil, wir werden es nachher nochmal probieren. Aber ehrlich gesagt, sowas hier. Au, au, au. Ah, das kriegen wir. Was war das denn jetzt? Das ist aber eine schwache Leistung, Junge. Schwache Leistung. Bin ich gestolpert über meine eigene. Ja, danke für den Hinweis. Losing is hell. Das baut mich wieder auf. Naja, hier jetzt eine kleine Zusammenfassung weiterer Singleplayer-Maps, die ich den Tag so angetestet habe. Yeah! Stirb, stirb, stirb! Yeah! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot!
Stirb, 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 töten, töten! Du bist tot, er sei tot, tot! Stirb! Ja, und du aufs Maul! Aufs Maul! Aufs Maul, sage ich! So, ihr, du, Kuckuck, kommst weg! Und du kommst weg! Und du kommst weg! Aufs Maul, Junge! So, tot, tot, tot! Stirb! 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 Du stirbst jetzt, mein Freund! Jetzt stirbst du aufs Maul! Und du bist auch so tot, du finstere Brut! Ich zürne dir! Ah! So, und jetzt hier nochmal weg mit dir, du Müll! Bäm! Hinfort, ihr Dämonen! Kehrt zurück in den Höllenschlund, aus dem ihr kamt! Die Kakademons! Ich hasse die Kakademons! Bäm! 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 Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Stirb! Was? Ja, nur der Machbarkeit halber, glaube ich, ist diese Map inkludiert. Einfach mal ein Piano, mit dem man ein bisschen rumspielen kann und auch ein Drum-Sequencer. Ja, geht auf jeden Fall, geht richtig nach vorne. Diesen Song könnt ihr jetzt auf iTunes kaufen und natürlich auf sämtlichen teilnehmenden Plattformen. Warte, ich leg noch einen drauf. Alter. Das klingt doch wie jede zweite YouTuber-CD. Das bringe ich auf den Markt, Freunde. Mein Name, der ist Klaus. Ich wohne in einem Haus, da stehe ich gerne am Fenster und schaue gerne raus. In diesem Haus, da wohnt auch eine Maus. Entschuldigung. Ja, was es jedenfalls auch gibt, ist eine ganz besondere Map. Sie nennt sich, Moment, ich scrolle mal ganz kurz runter. Hier haben wir alle möglichen Maps, aber wir gehen erstmal jetzt hier, guck mal, auf Harvest Doom. Da unten rechts steht es, Harvest Doom. Und es klingt nicht nur so ähnlich wie Harvest Moon, es ist tatsächlich hier. Grow Crops, Raise Demons, Upgrade Your Layout, Explore the Mine. Ja, wir müssen ein bisschen Harvest Moon spielen quasi, also Harvest Doom. Und ich gebe zu, am Anfang habe ich es nicht ganz gerafft. Ne, hier steht zwar alles... Ja, hier steht zwar alles, aber natürlich muss man erstmal gucken, was man so machen muss und was man machen muss. Das ist, erstmal ganz kurz gucken, was da ist. Ein Dämon. Der sieht, der betreibt einen Shop offenbar. Guten Tag, kann man... Ah, hier. Manche nennen mich Müll. Ah, okay, konnte ich gar nicht so schnell lesen. Press Jump for Oil Maker, press Use for more health, press Fire to upgrade Layout, Loadout, press Alt Fire for Fun. Free! Hat irgendwie nie funktioniert. Also Fun hat nie funktioniert. Nein, Altfire hat nie funktioniert. Jedenfalls, wir können alles Mögliche kaufen. Oilmaker, wir können mehr Gesundheit kaufen. Unser Loadout können wir upgraden. Momentan können wir noch nichts machen in Steven. Wie heißt der? Stevens Shop? Das ist also Steven. Steven Gätjen. Das macht er jetzt nach den Oscar-Awards. So, hier kommen wir gar nicht durch. Hier ist noch geschlossen. Da ist die Mine wahrscheinlich hinter. Hier kommen später, glaube ich, ein paar Dämonen hin. Ja, zwei Mankubi kommen da hin. Mankubi, was soll das denn? Die kosten aber 60 Springcops pro Stück. Also 60 Frühlingssamen, sagt man das so. Okay, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie funktioniert das Ganze. Wir können hier was gießen, das habe ich gerade gemacht. Da passiert nicht viel. Denn die Springcrops brauchen 10 Sekunden, bis sie wachsen. Und hier können wir neue Springcrops... Nein, noch nicht jetzt. Da ist einer gewachsen. Einen haben wir jetzt. Jetzt gießen wir direkt nochmal. So, und naja, das Ganze können wir wiederholen. Später können wir die Springcrops, können wir hier noch, pass auf, hier, Unlock More Plots, da können wir noch Summercrops kaufen. Die brauchen dann 15 Sekunden und hier gibt es noch die Fallcrops, die Herbstcrops sozusagen. Also Frühling, Sommer und Herbst, da haben wir noch einen zweiten bekommen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, zwei kosten die, bäm, und schon haben wir ein zweites Feld, müssen wir beide gießen. Jetzt gieß doch mal. Jetzt gießt du... Nein, nicht da. Du musst erstmal gießen. Du hast nur diese zwei. Mann, du Eumel. Huch. Wo hat denn jetzt den dritten her? Wo hat denn den dritten her? Waren dann schon zwei? Habe ich das nicht gesehen? Habe ich das gerade nicht gesehen? Hat er hier geruckelt? Habe ich das nicht gesehen? Ich mache mich doch zum Affen. Naja, mache ich ja immer. Auf jeden Fall, wir haben alles gegossen. Warten mal ganz kurz, bis die hier auftauchen. Da ist der erste, zweite, dritte und so weiter und so fort. Jetzt können wir noch ein neues Feld kaufen und wir spulen mal ganz kurz vor, wie das gleich aussehen wird. So, inzwischen sind wir hier bei den Herbstcrops angekommen. Ich habe ein bisschen vorgespult. Guck mal, zwei Mankubi haben wir auch schon. Maximum sind leider zwei, wie man sieht. Ja, die zwei haben wir.
Und hier, da links sind die, das hier sind die Summer Crops, da sind die, ne, die anderen Dinger nochmal. Und wenn wir alles beisammen haben, dann können wir die mit einem einzigen Klick wässern. Und hier können wir jetzt, hier sparen wir gerade noch so ein bisschen auf Herbstcrops, lalala. Und wir drücken ein paar Mal drauf, denn wir können uns das ja alles easy leisten inzwischen. Das Ganze ist natürlich jetzt kein klassisches Doom-Level oder kein klassischer Doom-Level, sondern ist auch mal wieder so eine kleine Machbarkeitsstudie, was man mit SnapMap so alles hinbasteln kann. Wie genau das alles funktioniert, ich hab selber gar keine Ahnung. Also wie gesagt, unsere Map wird natürlich, da gucken wir gleich mal wieder rein, die wird natürlich ein bisschen anders aussehen, da werden wir ein paar Spielereien drin haben. Hier müssten wir doch inzwischen eigentlich schon da hinten langsam mal in die Mine reingehen können, aber wie ich Vergangenheitsgrand kenne, wird er natürlich erstmal alle Felder hier soweit fertig machen wollen. Haben wir ja auch gleich. Okay, dann warten wir noch mal ganz kurz. Ich drücke hier noch ein paar Mal drauf, pass auf. Bäm! So, das geht und dann noch gleich nochmal. Bäm! So, und dann müsste man das Feld gleich vollständig haben und gleich müsste man eigentlich sehen, dass sich hier so ein Rahmen drum schließt, da ist er. Das Panel verschwindet, wir haben einen Rahmen und können sofort alles wässern. Und dann müssen wir eigentlich nur noch auf die Herbstcrops warten. Was man damit kaufen konnte, habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Habe ich vergessen, war bestimmt was grundlegend Wichtiges. Ich vermute mal irgendwas Praktisches wie Gesundheit oder so. Die dauern allerdings auch ein bisschen, die Herbstdinger. Die dauern, glaube ich, 25 Sekunden. So viel Zeit haben wir natürlich nicht. Heutzutage in der schnelllebigen YouTube-Welt, da muss ich jetzt leider... Sleep. Ah, hier können wir schlafen. Interessant. In der schnelllebigen, wir gucken mal ganz kurz, was können wir denn kaufen? Ich bringe den Satz nicht mal zu Ende. Jump for Oil Maker, Vorkommen, Summer, Spring. Fall Crops für Oil Maker. Okay, wir können Oil Maker kaufen. Wir sehen da unten gerade, wir haben irgendwas gekauft. Summer Crops haben wir, Fall Crops haben wir nur 8. Mit Summer Crops haben wir gerade noch Loadout irgendwie gekauft. Was auch immer das heißen mag. Und wir fahren mal eben ganz kurz eine volle Ernte, sammeln alles auf. Das ist jetzt weniger Geballer, das ist weniger Blutrunst. Ja? Blutrunst, immer noch mal eins meiner Lieblingswörter. Und jetzt haben wir die Herbstcrops und damit müssten wir eigentlich auch dann diesen Oilmaker kaufen. Wir können in die Mine, oder? Immer noch nicht? Doch, da. 25 Springcrops, Alter, sei nicht so geizig. Genau. So, auf den Lachs. Und da kommen wir jetzt dann in die Mine rein. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal ein bisschen Leben kaufen, können wir uns gar nicht leisten. Aber vielleicht einen Oilmaker. Komm, Oilmaker geht. Den haben wir uns gekauft. So. Was auch immer der jetzt macht. Ich glaube, der macht irgendwas bei den Mankubi. Ich sammle mal schnell eben nochmal ganz kurz ein. Nur mal so testweise. So. Heißt es auf Deutsch eigentlich Mankubi oder Mankuben? Die Mankuben. Ich weiß es gar nicht. So, und was ist mit den Fraukuben? Es gibt aber schon wieder einen Aufstand. Gut. Halt. Da. Der fehlt noch. So. Dann gehe ich mal ganz kurz in die Mine. Und wir schauen uns hier mal ganz kurz um. Aber, hier wird gleich wieder geballert. Kaum trägt mir das Ding, da spawnen auch schon die Viecher. Wie hat der mich denn gerade erwischt? Wir hatten 575 Health. Das ist natürlich sehr angenehm. Das heißt, wir haben vorher natürlich schon ein bisschen was gekauft mit unseren Crops. Haben uns die Gesundheit ein bisschen erhöht. Und jetzt gehen wir hier mitten mangen, Alter. Diese scheiß Exploder, die koten mich ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich nenne die aber mal Exploder. So, der hier kommt weg. Dann gehen wir mal weiter rein. Ich glaube, hinter uns spawnen auch wieder neu. Ich bin mir nicht sicher. Vor uns haben wir genug zu tun. Mitten im Spawnvorgang kann man den offenbar noch nicht wegmetzeln, aber hier, Bams und Bams und aufs Maul. So, das lobe ich mir. Und da sind wir natürlich schon wieder, ja, deswegen wohl Harvest Doom. Wir ernten hier quasi die Seelen der Gefangenen. Oben haben wir so Arschdonuts geerntet und irgendwelche komischen blinkenden Würfel. Hier ernten wir die Seelen der Gefangenen und das können wir besonders gut. Und das, ehrlich gesagt, das wünsche ich mir auch von Doom. So, natürlich muss man sagen, der Fokus von der Beta lag natürlich erstmal auf Multiplayer und so weiter und so fort. Ich persönlich freue mich sehr viel mehr. Einerseits natürlich vielleicht ein bisschen mit dem Mapmaker rumzuspielen. So ist die Zeit dann erlaubt. Aber vor allen Dingen freue ich mich viel mehr, das muss ich aber mal zugeben, so heimlich mal unter uns, ich freue mich viel, viel mehr auf die Singleplayer-Kampagne. Denn die hat es ja auch beim alten Doom ausgemacht, bei Doom 1 und 2. Ich kann mich nicht entsinnen, ob ich das überhaupt mal im Multiplayer gespielt habe. Ich glaube, das war Duke immer. Duke Multiplayer, Alter! Habe ich immer verloren. So. Nee, war geil. Aber bei Doom, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nur noch an die Singleplayer-Sachen. Deswegen, ich bin gespannt, was die Kampagne bereithält. Ich weiß, eine der Maps ist, glaube ich, auch eine alte Doom-Map, wenn ich das richtig gesehen habe. Die habe ich leider nicht mit aufgenommen. Bams! Weg mit dir! So, und gut, ich schneide mal ein bisschen zusammen, ne? Ich mache jetzt mal wieder so einen fiesen Jump-Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, denn wir testen mal eben, das hier war Harvest Doom. Wir haben soweit, glaube ich, alles gesehen, was möglich ist. Das Einzige, was wir noch machen können, ist natürlich, ja gut, durch die Mine durchkommen, aber wir werden hier nicht viel mehr machen, als natürlich Monstren schnetzeln. Wie gesagt, ist eine Machbarkeitsmap und ziemlich ausgearbeitet. Leider habe ich keine Team-Maps testen können. Das ärgert mich im Nachhinein. Ne, während ich hier spreche, ärgert mich das ein bisschen, weil mein Rechner
Ich wurde an einen anderen Rechner gesetzt und dann war ich nicht mehr bei unseren deutschen Freunden, sondern ich war plötzlich mitten im Feindesgebiet sozusagen. Ich saß plötzlich neben der Hanna, falls sie noch jemand kennt, die Hanna von Joxcast. Ne, die saß dann plötzlich neben mir, aber die wusste gar nicht, dass ich derjenige bin, der sie immer rasiert hat. Also jetzt im übertragenen Sinne, ne? Sonst, die hätte mich wahrscheinlich sonst instant geköpft. Nein, Quatsch, waren ja alle nett. So, jedenfalls, ich quatsch nicht rum, hier sind wir wieder zurück. Wir sammeln erstmal ein paar Arschdonuts, wie es aussieht. Vergangenheitskrank macht das schon. Und wir gucken mal ganz kurz, was inzwischen mit unserer selbstgemachten Map geschehen ist. Wie weit wir da jetzt inzwischen sind. Moment! Wusch. So, da sind wir jetzt wieder bei unserer eigenen Snap-Map. Wie startet hier? Der Rauch ist immer noch da. Ich erkläre mal ein bisschen, was ich gemacht habe. Das hier ist jetzt Mutti. Nee, Vater. Ich glaube, das ist Vater. Und dem habe ich einfach so einen Weg gegeben, so einen NPC-Weg, der geht jetzt hier lang. Dieser Raum dunkelt sich ab, wenn man ihn betritt. Der NPC, da habe ich auch mal gesagt, geh mal quer einfach durch diese zusammengeknipsten Maps, latsch da mal einfach durch. Dem habe ich einen Pfad vorgegeben und der hält sich auch stoisch dran, auch wenn wir ihn leicht erzürnen. So, und wie man sieht, diese eine Tonne habe ich so modifiziert, dass hier überall die Feuer ausbrechen. Sobald wir sie anzünden, dann brechen ja überall die Feuer aus, quasi als Special-Effekte. Die können uns leider auch Schaden zufügen, das bleibt nicht aus. Und wir folgen mal ganz kurz, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das hier war Vater. Ich glaube, das war Vater. So, hier wird es wieder heller, weil wir den Raum verlassen, wird es hier wieder ein bisschen heller. Drüben wird der Raum auch wieder heller. Und wir latschen mal ganz kurz diesem dünnen jungen Mann hinterher. Der latscht hier einfach nur, ganz ehrlich, ich gehe da jetzt mal ein bisschen voraus. So, der latscht hier einfach nur so quer durch die Butnik, weil ich auch mal gucken wollte, wie funktionieren denn die NPC-Pfade. Allerdings ist das natürlich noch nicht alles. Wir warten mal ganz kurz. Hier kann man noch ein bisschen hochklettern. Ist auch sehr schön. Kann man auch schöne Sachen verstecken oder irgendwelche Spökens machen oder irgendwas. So. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn er gleich da vorne am Ende des Weges ist. Gut, die Platte hier hätte vielleicht ein bisschen weiter nach unten gekonnt. Er aktiviert. Aha. Jetzt hat er quasi mit der Platte irgendwie Gegner spawnen lassen, die wir damit natürlich verknüpft haben und greift uns auch selber an, wie man sieht. Der greift uns auch selber an. Das ist jetzt nicht so schön. Theoretisch müssten wir, also wenn es so ist, ich glaube, es müsste so sein wie in alten Doom-Teilen, wenn die beiden sich gegenseitig angreifen, dann haben wir ihn. Ach so. Oh, wir sind tot. Waren wir tot? Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, hier, komm, einmal ganz kurz. Ja, denk mal drüber nach, was du gemacht hast. So, und den genauso. Habe ich... Ach so, ich muss ihn erstmal ganz kurz leben lassen, denn ich glaube, den kriegen wir nur kaputt, wenn wir ihm quasi den Kopf vom Schädel reißen. Nein, also den Schädel von den Schultern reißen. So, wir gehen aber erstmal ganz kurz wieder zurück. Wir haben einen grauen Energiekern eingesammelt. Ich weiß, ich wusste gar nicht mehr, dass ich was mit dem grauen Energiekern gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir den eingesammelt. Wer weiß, wozu es gut ist. Und ganz ehrlich, das war die beste Ausweichaktion, die ich je gesehen habe. Okay, hier im Dunkeln gibt es noch ein kleines Pult. Da habe ich auch Sachen dran geknüpft. Und zwar eine kleine Musik und eine Spawnparade. Ach so, ich dachte, ich gehe zum Pult. Ich dachte, ich zeige jetzt mal die Sache mit dem Pult, mit der Musik und so. Warum zeige ich nicht die Sache mit dem Pult? Da ist das Pult. Ach so, ich wollte erst wieder zurückgehen und zeigen, was passiert, wenn man ihn hier ausknipst. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Ja, wunderbar. Schön bist du. Und jetzt spawnt nämlich Vater oder Mutter und ist fürchterlich erzürnt. Und wir gehen... Gehen wir jetzt ans Pult? Geh ans Pult. Der geht immer noch nicht ans Pult. Der Vergangenheitsgronk macht mich fertig. So, okay. Der versteckt sich jetzt erstmal hier im Dunkeln, was ihm natürlich nicht viel bringt, weil der NPC weiß immer, wo wir sind. Wir wissen aber nicht unbedingt, wo er ist. Den sieht man nämlich nicht sehr gut, wie man sieht. Oder wie man halt nicht sieht. Okay, jetzt beginnt das Katz-und-Maus-Spiel wieder. Das haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen gemacht. Wir verstecken uns ein bisschen. Schau mal eben... Wo kommt der rum? Ist aber das Einzige, was wir gerade machen können. Wir haben 14 Gesundheit, müssen jetzt ein bisschen in Deckung bleiben. Es gibt hier nirgends Health-Pack. Oder wenn doch, dann weiß ich es gerade nicht mehr. Wir müssen versuchen, ihn jetzt irgendwie zu übervorteilen. Ich weiß nicht genau, ob uns das gelingen wird. Ich glaube ja eher noch nicht dran. Wir warten hier, dass er da um die Ecke kommt quasi. Und da müsste er gleich langgestampft kommen. Und dann können wir ihn hier ganz locker wegfrühstücken. Das Problem ist nur... Ah, wir warten, dass er da um die Ecke kommt. Und jetzt das Pult! Musik bitte! Wellenereignis, 1 von 3. Hey, hatte ich die Musik hier nicht aktiviert? Vielleicht habe ich wieder deaktiviert, ich weiß nicht. 1 von 3 Wellenereignis. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Raum ein stattfindendes Wellenereignis. Da, doch, die Musik ist da und wir sind ins Feuer gelaufen. Wow, bester Player ever. Das ist, wow, es ist, ich bin sehr ehrfürchtig, wenn ich das sehe. Jedenfalls, man sieht hier überall die Feinde, die gurken hier so rum.
Und die müssen wir alle kaputt machen. Das ist die Welle 1 von 3. Wir müssen alle drei Wellen überstehen, sonst kommen wir nicht mehr aus dem Raum raus. Wir haben Onkel Klaus noch hier, der Amok läuft, da ist er auch. Und wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen aus der Dunkelheit. 33 haben wir nur noch. 17 Energie haben wir nur noch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Lebend. Schon wieder. Selbstmordwelt, schon wieder ins Feuer gelaufen. Oh Gott, es ist einfach so peinlich, was der Junge macht. Also heutzutage würde ich viel, viel besser spielen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz beenden. So, Bams, so sieht das Ganze aus. Hier sind noch ein paar Fässer, ne, da sind die Fässer. So sieht die ganze Map inzwischen aus. Da sind überall noch drin Verbindungen, was mit was aktiviert ist, was mit was funktioniert. Ich muss zugeben, es macht nicht wenig Spaß, da so ein bisschen die Sachen zusammenzuknüpfen und irgendwie eine Logik reinzubringen, aber ich bin, ehrlich gesagt, mit dem, was wir bisher gemacht haben, hier sieht man es so ein bisschen, da sind wir einfach noch komplett am Anfang. Hier waren wir noch gar nicht drin gerade eben. Wir sind noch komplett am Anfang mit dem, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier wirklich nur so die rudimentären Sachen, irgendwelche Plattformen mit irgendwas Spawnendem verknüpfen, vielleicht ein Musikereignis, sowas in der Richtung, aber ich habe noch nichts mit Logik gemacht und so sieht das Ganze, so unsere ganze Map von in der Außenansicht aus. Das feiere ich ein bisschen. Ich mag das Rumfliegen hier so ein bisschen und sich das Ganze mal so angucken, wie das Ganze so aussieht, was wir da gemacht haben. Die grüne Linie da ist der NPC-Weg, wenn ich mich recht entsinne. Eins von den beiden, blau oder grün, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann fliegen wir hier die Räume mal entlang, da sieht man genau, wo der dann langlatscht überall. Das sind so die Punkte, die ich gesetzt habe, von hier nach da, sodass der halt auch die Türen findet und so weiter. Und hier kommen wir gleich schließlich wieder zum Startraum. Da oben ist das Pult, glaube ich. Da sieht man das Musiksymbol. Die Musik hat auch gespielt. Die war noch nicht ganz so aufdringlich. Okay, so sieht das Ganze also aus. Tja, und das war unser Abenteuer mit der Snapmap. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem weiteren Video. Und ich freue mich extrem aufs Doom Singleplayer. Ich hoffe, da sind wir wieder alle dabei. Und dann zocken wir mal ein bisschen die Kampagnen durch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V.